Hi, willkommen zurück bei Barbecue. Geil, aber günstig. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute was Spezielles. Und zwar machen wir heute ein Bratwurst-Cordon Bleu. Das habe ich geklaut von Michael, dem Barbecue-Bär. Der hat das schon gekocht und abgefilmt. Ja, ich bin so überzeugt davon. Ich bin der Meinung, das muss um die Welt gehen. Also, bleibt gespannt. Schau mal, ich habe hier eine kleine Panierstraße aufgebaut mit Mehl, Paniermehl, zwei Eier. Die wollen wir gleich noch einmal durchschlagen mit der Gabel. Ja, an Zutaten brauchen wir Bratwürstchen, vier Scheiben Kochschinken, vier Scheiben Cheddarkäse, vier Scheiben Bacon. Dann habe ich noch hier geriebenen Parmesankäse. Ja, und hier habe ich noch ein Smokehouse Wrap. Ja. Ich denke, das soll es erstmal gewesen sein. Ja, als erstes gehen wir her, schneiden mal die Bratwurst mittig durch, also halbieren die. Machen wir auch mit der nächsten. Das Tolle an der Geschichte ist, ihr könnt Bratwurst nehmen vom Vortag, wenn ihr gegrillt habt und dann noch welche übrig geblieben sind. Dafür ist das Rezept perfekt. Ja, bei mir bleibt meistens nie was übrig am Bratwurst, deswegen habe ich die jetzt gerade noch mal gegrillt. Heißt also, ihr könnt die auch grillen. Ja, wir nehmen unser Rub. Ich gebe da mal ein bisschen Rub drauf. Ihr seht auf die Innenseite, von außen nützt das jetzt nicht viel. Ja, die drehen wir noch mal ein bisschen. Die darf ruhig ein bisschen stärker gewürzt sein, weil wir wollen die gleich panieren. Und Paniermehl frisst auch noch ein bisschen an Gewürz. So, da gehen wir her. Nehmen den Bacon und drehen den einmal rum. So, die packen wir erstmal zurück. Wir können schon hergehen. Nehmen eine Scheibe Kochschinken. Nehmen eine Scheibe Käse. So. Und wir drehen das Ganze jetzt ein. Da nehmen wir da ein bisschen Zucht draufbringen. Zack. So. Ja, der erste ist fertig. Ich gehe jetzt her, mache die anderen drei fertig und dann machen wir mit der Panierstraße weiter. Die vier sind fertig gerollt. Wir haben jetzt hier das Mehl, das Ei und das Paniermehl. Ja, der Käse muss ja auch noch irgendwo hin, der geriebene. Wir geben den geriebenen Käse ins Paniermehl. Das gibt noch den gewissen Kick. Und wir würzen das Paniermehl noch ein wenig. Also Leute, ich kann euch sagen, das schmeckt. Also ist eine wahre Pracht. Deswegen habe ich gesagt, das Gericht muss um die Welt gehen. Das ist echt der Knaller. Also glaubt es mir. So, wir gehen als erstes her. Würzen das Ganze einmal im Mehl. Hier unten ist das Ende vom Schinken. Somit gehen wir auch her, drücken das mit dem Ende einmal rein. So, klopfen das einmal ein bisschen ab. Dann geht es ab ins Ei. Wollen wir auch mitnehmen und wir würzen das Ganze im Paniermehl. Schön ordentlich. So. Ja, das machen wir jetzt erstmal mit den anderen dreien noch und dann wird das Ganze in ordentlich Öl angebracht. So, schaut mal. Alle vier sind jetzt fertig paniert. Ja, ich brauchte nur ein Ei. Ich hatte ein großes. Ihr seht, es ist noch ein bisschen Ei übrig geblieben. Ja, somit könnt ihr hergehen und braucht auch nur ein Ei. Ich denke, ein kleines wird reichen. Und wenn nicht, könnt ihr noch ein kleines nachgeben. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns an der Pfanne wieder. So, da ich an meinem Charbroil einen Außenbrenner habe an dem Grill, nehmen wir auch her und braten das Ganze auf dem Außenbrenner vom Grill an. Leute, ich kann euch sagen, wenn ihr das erste Mal esst,
Da reichen 4 für einen nicht aus. Ihr esst euch nicht doof, ihr fresst euch doof dran. Ja, wir lassen die jetzt erstmal schön braun brutzeln von jeder Seite. Und dann sind die auch gut, weil wir haben ja gegarte Bratwürstchen, die vorher auf dem Grill waren. Wenn ihr die vom Vortag nehmt, werden die da jetzt nochmal heiß. So, wir schauen noch einmal. Jawohl, von allen Seiten. Schön gebräunt. Der Käse kommt schon raus, wie es sich gehört beim Cordon Bleu. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass der Käse von innen geschmolzen ist. Jetzt gehen wir mal her und richten an. So, wir wollen mal hergehen. Oh, ich freue mich. Das Ganze einmal ja, mit dem Mittelschnitt anschneiden. Boah. Schaut euch das mal an. Also, besser geht doch wohl nicht. Ja, kurz vorab noch, wenn euch mein Video gefallen hat, so ja, lasst zur Belohnung mal den Daumen nach oben da. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, abonniert gerne meinen Kanal. Das Abo ist kostenlos. Und jetzt wollen wir das Ganze mal probieren. Vorher noch ein bisschen pusten, weil heißer Käse. Leute, allein das Paniermehl mit dem Käse, das kommt durch. Die Bratwurst, also super, der Schinken, alles. Also ich kann euch nur empfehlen, macht das nach, habt viel Spaß beim Nachkochen. Bis dann, euer Dirk von Barbecue, geil aber günstig. Ciao. Boah.